Unsere Geschichte beginnt in einem fernen, fernen Land. Wir nennen es mal Äthiopien, wo Milch und Honig in den Bächen fließen. Leider haben die Einwohner Laktoseintoleranz und sind deswegen immer sehr, sehr, sehr hungrig. Auch wenn gebratene Tauben umherfliegen, aber das ist immer ein bisschen doof mit den Industrieabgasen und auch die CO2-Emissionen der vielen Autos aus Lebkuchen und Gebäck, die hier herumfahren, sorgen für so manchen Fehlgenuss dieser köstlichen Vögel. Und außerdem sind die alle giftig und wenn man die isst, kriegt man Pocken und komische Pickel an der Popo. Und das ist dann nicht so schön, sieht meistens nicht sehr gut aus. Nun gibt es aber ein Hausmittel dagegen, auch gegen lästige Warzen oder vielleicht eine verpickelte Brunftzeit oder auch Pubertät genannt. Und dieses Hausmittel heißt Käsereibe. Man appliziert sie ganz sanft in die Gesichtszonenregion und schält dann langsam mit der Käsereibe Streifen um Streifen von den ekelhaften Warzen aus dem Gesicht und kann sich hinterher noch einen wohlschmeckenden Eintopf daraus kochen. Denn gerade in diesen alten Zeiten, in diesem fernen Lande, hatte man nicht so viel köstliche Dinge. Außer vielleicht eine Schokolade aus dem Orient, wo man nicht wusste, was darinnen war. Denn in dem Orient, da wohnten schwarze Menschen. Und auch die Schokolade hatte einen verdächtigen schwarzen Braunton. Vielleicht war es ja auch ein bräunliches Schwarz, so genau weiß ich es nicht zu berichten. Auf jeden Fall mit ganzen Nüssen und wichtigen Spurenelementen, die den Tagesbedarf eines Erwachsenen deckten. Ja, und in diesem Land, Äthiopien, da lebte ein reicher Händlersmann, der da auch ein Haus hatte, ein Ferienhaus, und da fuhr er immer in den Sommerurlaub hin, um auszuspannen, denn dort gab es sonst nicht viel, außer Zeit zu vertrödeln. Und davon hatte er ja nicht besonders viel selbst zu Hause, deswegen fuhr er dahin. Und dann war das nämlich so, der Mann kam nämlich aus dem schönen Rügenwald und dort duftete es immer sehr köstlich. Doch wenn man 10 Jahre lang nur im Rügenwald wohnt, dann ging einem der Geruch schon auf den Sack. Es stank immer nach Wurst. Nach fettiger, ranziger, klumpiger Wurst mit Stückchen. Zum Beispiel nach einem Topf Griebenschmalz und Pökelwurst und Zunge und Leber und Innereien, die natürlich köstlich waren, aber wenn man die ganze Zeit nur diesen Gestank in der Nase hat und auch die ganze Zeit, da muss man sich mal vorstellen, da wohnt man 30 Jahre im Rügenwald und muss die ganze Zeit Wurst fressen. Da bist du geboren und zack, hast du schon Wurst im Gesicht. Also hier, ne, und alles. Auch zu Weihnachten gibt's da keine Lebkuchen, da gibt's Lebwurst. Oder wenn da irgendwie statt Printen gibt's da einfach mal, jetzt weiß ich keine Wurst, die sich auf Printen reimt, aber sagen wir mal, da gibt's Zervelat. Ne, da ist da so ein Baum, so ein Weihnachtsbaum, die gibt's da auch im Rügenwald. Das ist ja ein Wald, da gibt's nicht nur Rügen, da gibt's auch Bäume. Und da holt man sich dann eine Tanne raus, die stellt man sich dann zu Hause ins Wohnzimmer, die ist dann meistens 1,50 Meter und dann behängt man die so ganz schön mit Wurstscheiben, mit Salami, mit Trikantsalami heißt die, glaube ich, mit kleinen Mortadella-Scheibchen, auch mit Bierwurst, natürlich erst ab 18, wegen Alkohol, und dann hängt man sich da gerne auch noch halb und halb, hängt man sich da gerne in den Baum, hier gehacktes halb und halb, auch ein bisschen Rindermett, das ist dann schön. Und so nach, wenn Weihnachten vorbei ist, das kennt man ja, dann schmeißt man den Baum raus, nicht ohne vorher das Naschwerk vom Baum zu holen, das Wurstige.
Und da der Baum dann aber meist schon 2, 3, 4, 5, 6 Wochen im warmen Wohnzimmer steht, wo zuvor die Familie jubiliert und Wurstgeschenke ausgepackt hat, dann stinkt es nicht nur, sondern meistens sterben auch alle an Salmonellen. Und Salmonellen, das sind so lustige kleine Tierchen, die kennt ihr ja vielleicht aus der Sesamstraße. Die haben da manchmal eine Hauptrolle, die sind ganz niedlich, die kann man aufessen und stirbt dann ein bisschen. Nur ein bisschen, das tut gar nicht weh, bis auf die Magenkrämpfe und den inneren Blutverlust und alles. Aber ansonsten ist das ganz harmlos, bis auf den Tod. Ja, das kann man ab und zu mal machen, wenn man Spaß hat. Das ist auch eine schöne Mutprobe auf dem Schulhof. Ne? Wenn ihr da mal nichts zu tun habt, dann esst doch einfach mal Baumschmuck aus dem Rügenwald. Da gibt es dann auch keine Weihnachtsmänner. Dann gibt es da irgendwie Metzgersgehilfen, die man sich an den Baum hängt. Und dann gibt es da auch statt diese Kugeln, statt Weihnachtsbaumkugeln, hängt man sich da eben so kleine, was gibt es denn für Wurstkugeln. Ne, aus dem Bärenarsch oder hier vielleicht auch Pferdewurst. Lecker vom Rennen. Der notgeschlachtete Gaul vom Nachbarn zum Beispiel, der Zuchthengst. Vielleicht auch die ausgenudelte Zuchtstute, die einfach ausgedient hat, weil die inzwischen hinten schon so aussieht wie eine Tiefgarage. Da kann man dann auch mal sagen, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Bevor sich da einer rein verläuft, da machen wir jetzt mal hier da machen wir mal Baumschmuck. So, wo war ich denn in meiner Erzählung? Da war nämlich jetzt ein Geschäftsmann, der ist aus Äthiopien in den Rügenwald gezogen. Nein, umgekehrt, da hatte er ja in Äthiopien eine Behausung, da wohnte er. Und das waren aber nur wenige Wochen im Jahr, denn er spannte dort aus für die Zeit. Ja, denn davon hatte er nur sehr wenig, das sagte ich, aber bereits eingangs erwähnte ich das ja bereits. Wer mir dazugehört hat, der weiß das schon. Und dieser besagte Händler, der hatte 7 Töchter. Davon waren 6 adoptiert und 7 gestorben. Deswegen war er alleine. Und er besaß auch viele Schuhe, von denen er 3 mit hatte. Einen als Ersatz, falls mal einer ausfiel. Da ist ja heute auch viel mit Technik in die Schuhe. Und wenn da was kaputt geht, dann hat man auf jeden Fall immer noch einen Ersatzschuh dabei. Das macht man einfach so. Er trug auch gerne Socken. Verschiedene. Er hatte eine große Auswahl. Die konnte man sich günstig erwerben im Fünferpack. Bei Obi Wan Kenobi. Und jedenfalls dieser Händler, der war ja alleine, weil seine Töchter, die waren ja gestorben. Das ist ein tragisches Element in der Geschichte, deswegen jetzt es dürfen Tränen vergossen werden. Und er beschloss jedenfalls zu heiraten, dieser Händler. Nun war es aber so, dass der Händler doch recht anspruchsvoll war, was heiratsfähiges Material anging. So bestand er zum Beispiel, dass es sich dabei um eine Frau handeln sollte. Frau. Mit Brüsten und Haaren und Augen wären auch schön. Auf Augen legt er jetzt nicht sonderlich viel Wert. Da muss es auch... das müssen jetzt nicht 2 sein, da ist eine beliebige Anzahl Augen, ist möglich. Aber auf jeden Fall Frau mit Haaren. Haare waren wichtig. Soll ja keine Skinhead-Nutte sein, sondern muss ja schon irgendwie, auch vorzeigbar, nicht hier so eine Shinnet O'Connor oder hier, wie sie alle heißen. Da will es ja kein Meister Popper vor den Karren spannen. So, jedenfalls hatte er da ein Ferienhäuschen, es war ein Knusperhäuschen übrigens, was er sich da gebaut hatte, das war ein Knusperhäuschen. Und weil man ja dort in diesem fernen Land hatte man ja diese Laktoseintoleranz und da hatte man immer Hunger, da war immer Hunger, immer Hunger, immer bauchleer, immer viel hier grummeln und so. Und da wohnte der Händler in einem Knusperhäuschen und das war dann auch schnell weg. Das heißt, der Händler war eigentlich obdachlos und hatte auch keine Töchter, der hing da einfach so rum und musste dann betteln. Aber er wollte heiraten, weil eine Frau hätte ja Geld haben können. Und wenn eine Frau Geld hat, heißt das natürlich auch, dass die Frau vielleicht auch ein Obdach bieten kann in diesen schweren Zeiten. Vielleicht ja auch irgendwie eine Zeitung, eine aufgeschlagene im Park oder so. Hauptsache trocken.
Das war schon sehr wichtig für den Händler, der ja nun eigentlich alles verloren hatte, bis auf seine drei Schuhe, von denen er aber auch nur noch zwei besaß. Nachdem ihm einer verloren ging im Krieg. Ja, der Händler war im Krieg. Und in diesem Krieg herrschten nämlich, da herrschen Ausnahmezustände, und der arme Händler, der musste schießen, mit der Pistole hat er geschossen, einfach auf anderen, da lief man so aufeinander zu, man kannte sich gar nicht, war nicht irgendwie Hallo sagen oder man hat ja auch keinen Streit, da lief man einfach rum und schießt alles tot, was da rumläuft. Ne, das ist ja wie im First-Person-Shooter, da siehst du nur deine Hand immer wipp, 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 die wippt dann immer auf und ab und dann siehst du irgendwo auf der anderen Seite, da bewegt sich was, schießt da einfach drauf, ist egal. Auch wenn es ein Frettchen ist oder wenn es hier irgendwie, ich weiß nicht, was läuft denn da rum, Panda zum Beispiel, Panda, Bären gab es da auch viel, das war ja Krieg hier, bei China hat der stattgefunden, das war der chineastische Krieg, ne, da ist ja auch hier, Kim Jong-il ist da auch, der ist da gestorben, neulich erst, da war ganz große Trauer auf der Welt, da ist aus dem Kim Jong-il ist da einfach ein Kim Jong-Dead geworden und das war auf jeden Fall in dem chineastischen Krieg und da war da ja nämlich der Händler, war da beteiligt, der hat dann nämlich herumgeschossen auch und da hat er nicht nur seinen Schuh verloren, sondern leider auch sein Leben. Ja, der Händler war nämlich tot in Wahrheit. Der hat den Krieg gar nicht überlebt, der war tot. Und der flirrte als Schemin flirrte er dann durch die Lande und flog dann so herum als Geisterscheinung und hoffte darauf zu heiraten, eine Frau möglichst. Also Frau wäre schön gewesen, auch menschliche Spezies wäre von Vorteil. Auch Zeugen von Nachkommen geht ja gar nicht mehr, weil er hat ja gar keinen Körper mehr. Er lag ja irgendwo auf dem Schlachtfeld in der Sonne und hat die Maden genährt und ein bisschen rumgestunken. Ist ja meistens so, wenn der Körper länger rumliegt, ne, dann kommen die Maden und man fängt an zu stinken und so. Das kennt man ja, wenn man RTL-Zuschauer ist und da zwei Tage auf dem Sofa liegt und sich da irgendwie, dann fängt man auch an zu stinken und die Maden kommen, die fressen sich dann aus dem Gehirn langsam durch den ganzen Körper und dann sieht man aus wie diese Todesfälle im Fernsehen, wo dann Kommissare rumlaufen und Kriminalfälle aufdecken mit super computeristischen Methoden und ganz tollen Programmen, wie zum Beispiel, oh, das Opfer wurde von einer... Wovon wurde das Opfer mal getötet? Das Opfer wurde erschossen von einem Alien-Laserstrahl. Oh, das ist aber gar kein Problem. Wir haben doch jetzt diese neue FBI-Software, die Alien-Laserstrahlen in ihre einzelnen Atome zerlegen und sofort identifizieren kann. Und dann sitzt da irgendein Heinz vorm Computer und dann tippt er so ein bisschen auf die Tasten rum. Das würde ich jetzt auch gerne machen, aber dann schalte ich hier vielleicht aus Versehen das Programm aus, mit dem ich aufnehme. Und dann tippt er da rum und dann ist da so eine ganz tolle Animation. Die ist natürlich hier eingekauft, aber Hauptsache, man kann den Alien-Laserstrahl identifizieren und kann später die Aliens die entsprechenden festnehmen, die ja dann schnell überführt sind mit einem detektivischen Meisterstück. So, jedenfalls, der Händler war tot. Tod ist meistens, wenn nicht mehr so viel Leben im Körper ist, dann ist man meistens tot. So fühlt man sich dann nach dem Trinken, nach einer Feier, nach einer Weihnachtsfeier, auch im Rügenwald nach einer Weihnachtsfeier, wenn da viel hier lecker Wurst gegessen wird und auch, da gibt es auch Schnaps. Schnaps wird da auch gebrannt, zum Beispiel aus Salami, aus der Frucht der Salami wird dann lecker Schnaps gebrannt oder vielleicht auch mal aus einem Karnickelhoden gepresst. Karnickelhoden im Rügenwald enthalten große alkoholische Prozente. Und dann wird da einfach mal draufgedrückt, dann quillt da einfach der gute Bourbon aus dem Garnickelsack. Ja, und da wird dann Weihnachten gefeiert und am nächsten Tag hast du Kopf. Da ist Zappenduster, da ist einfach, da bist du tot. Aber anders tot als im Krieg, anders tot. Da bist du tot und lebst, aber wünscht dir, du wärst im Krieg. Und wenn du im Krieg tot bist, dann wünscht man sich meistens gar nichts mehr. Außer natürlich, wenn man ein Knusperhäuschen in Äthiopien hat
und dann plötzlich als obdachlose Geisterscheinung auf Heiratssuche ist. Und dann helfen auch hier die ganzen, wie heißt das denn hier, wie heißen denn diese ganzen Dating-Plattformen, die helfen dann ja auch nicht mehr so. Hier so abenteuer18.de, Geschlecht Geist ist doof. Da kriegt man dann auch nicht so viele Zuschriften von heiratswilligen oder paarungswilligen Damen, die bevorzugen dann doch eher Fleisch. Also nicht das aus dem Rügenwald, sondern meistens das Männliche, ab und zu auch mal das Weibliche. Vielen ist es egal und manche wiederum sind irgendwelche dicklichen LKW-Fahrer, die im Internetcafé an der Raststätte auf Thermoskannenersatz hoffen. Ja, das sind dann diese Dating-Plattformen, wo dann der 50-jährige Klaus plötzlich die Brigitte ist. Brigitte. Der Händler wünschte sich übrigens eine Frau mit dem Namen Brigitte. Man konnte ihn so schön aussprechen. Brigitte. Einfach das I weglassen. Brigitte. Hallo Brigitte. Das hörte sich an, als würde man irgendwo hinspucken. Dabei rief man nur seine Frau. Dann gehst du durch den Park. Brigitte. Und hast deine Frau gerufen. Ja, das war ein schöner Name. Brigitte. Sollte seine Frau heißen. Jetzt habe ich aus Versehen hier hingespuckt, weil ich die Frau gerufen habe. Es funktioniert also gut. Ja, der Händler also flog da so herum im Jenseits. Also er war ja nicht im Jenseits so richtig, er war ja im Diesseits schon anwesend. Er war abspenstig quasi. Er war hier gespenstig und dort abspenstig. Und deswegen flog er hier herum und suchte sich die Dame seines Herzens. Jetzt gab es nur ein Problem. Geister haben leider den Nachteil, dass man sie nicht sehen kann. Zumindest nicht, wenn man nicht esoterisch veranlagt ist, wie so manche jugendliche Gestalt mit schüttrem Haar zur Seite gekämmt und sehr traurig meist und sich in Gedichte flüchtend. Emotionale Kreaturen mit dem Weltschmerz im Herzen, im gebrochenen Herzen, im mehrfach gebrochenen Herzen, nicht mehr flickbar, kaputt, ja, da ist alles kaputt, die sind einfach kaputt für die Nachwelt, da ist einfach hohle Gefäße der Leere, der ätherischen Leere und solch ein hohles Gefäß hätte sich der Händler gewünscht, denn er war nur ein Geist. Zumeist heißt das, dass man ihn eben nicht sieht und auch bringt. Hatte somit keine Chance, den obdachlosen, beschuhten Vater toter Kinder zu sehen. Also eigentlich war er ja auch tot, konnte natürlich seinen Adoptierten und seine leibliche Tochter nicht wiedersehen, weil diese derzeit im Jenseits waren und dort die Karriere von den Backstreet Boys feierten, die dort gerade ein Konzert gaben. Also die Karriere, nicht die Backstreet Boys, die ja inzwischen Backstreet ältere Herrschaften geworden sind und aber noch im Diesseits verweilen, im Gegensatz zur Karriere. So, jetzt ist mir gerade die Stuhllehne verrutscht. Stuhllehne. Ja. Gut, ich wollte jetzt auch eigentlich zum Ende kommen. Das wollte ich schon vor 10 Minuten, aber es war gerade so spannend, da konnte ich gar nicht aufhören zu erzählen. Da war der Spannungsbogen einfach vom Anfang bis zum Ende, hat sich erstreckt wie ein Regenbogen über diese Geschichte, die hier einfach frei erzählt wird, so frei wie der Geist des armen Händlers. Und wie lassen wir denn die Geschichte jetzt beenden? Ich würde sagen, der Geist hat... der Geist spukte gerade so herum auf der Suche nach Brigitte und ging dann einfach wieder nach Hause in den Rügenwald, wo er dann, ist ja auch egal, ich gehe jetzt, tschüss. So, muss ich jetzt hier klicken, damit das ausgeht? Ich probiere mal diesen Knopf.
jetzt sagen wir mal ehrlich, so eine Scheiße, die hört sich auch keine Sau an. Das hört sich auch kein Arsch, hört sich so ein Scheiß an. Und das soll ich jetzt hochladen. Guck ich mal in die Dokumente, das sind hier wichtige Dokumente. Mikrofon ist ja aus. Hier habe ich Schulden, Verpachtung. Da muss ich mal gucken, wo kann ich denn jetzt hier? 32.000 will das Finanzamt haben. Wo soll ich das hier nehmen? Wo soll ich das? Du, Brigitte? Brigitte? Können wir die Kinder auf den Strich schicken? Hm? Ne, kümmere dich. Nee. Schon hier. Okay. Ah, nee. Ist egal. Nee, denn hier. Was mache ich denn jetzt? Was soll ich jetzt tun? Was ist denn jetzt das Richtige, die richtige Handlung, die richtige Konsequenz aus meinen Erfahrungen, die ich im Leben gesammelt habe? Vielleicht Suizid. Oder eine schöne Versicherung kassieren und dann aus dem Jenseits zurückkehren als Mensch. Da bin ich ja kein lebender Toter mehr. Da bin ich ja aus dem Jenseits zurückgekehrt. Da bin ich dann ja, bin ich auch kein Zombie. Ich bin ja dann auch wirklich eine lebende Entität, eine lebende Person. Das heißt, ich kann ja dann aus dem Leben agieren, so wie ich es zuvor schon tat, bevor ich mich dem Suizid zuwandte. Dann mache ich das so, dann kassiere ich die Versicherung und dann mache ich mir ein schönes Leben in Honolulu. In Honolulu, da werde ich ein neues Leben starten. Nee, nicht starten will ich nicht. Da fahre ich lieber nach Honolulu, da ist schöner. Da kenne ich auch ein paar Personen, die mich leiden können. Also können mich leiden sehen, vor allen Dingen. Gut. Ja, was bleibt mir dann eigentlich heute noch? Was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Freitag. Ja, was habe ich denn am Freitag zu tun? Es ist ja Wochenende. Es ist noch relativ früh am Tag. Ich habe so getan, als hätte ich eine Abendgeschichte gelesen. Und sie sind bestimmt alle darauf reingefallen. Das war eine super Finte. Ja. Aber in Wahrheit ist es erst morgens. Der Tag liegt mir zu Füßen und ich kann entscheiden, was ich damit verbringen will. Ich stoße hier immer mit dem Stuhl gegen den Tisch, wo dein Mikrofon draufsteht, dann rumpelt es immer. So, das hört sich an, als wäre draußen eine Erdbeben. Das sind Special-Effekte. So, Mikrofon ist ja aus. Was habe ich noch? Ja, dann mal jetzt mal Suizid, wa? Tschüss, Lieben.